Ja, moin Leute, ich möchte euch heute eine neue kleine Application präsentieren, die es zurzeit kostenlos im App Store gibt. Die App nennt sich Jump Out. Und ihr seht ihr hier, wir haben hier ein paar Optionen. Wir können die Musik an- und ausschalten bzw. das Copyright ansehen und haben hier verschiedene Levelboxen. Drei Levelboxen gibt es bisher, die vierte ist noch im Kommen und es soll wohl bald auch ein großartiges Update geben. Ihr seht hier, gibt es dann verschiedene Level, man kann die auch durchscrollen. Ich habe jetzt noch nicht so viele Level gemacht, aber das Spiel einmal gespielt und fand es direkt so schön, weil es so ein bisschen den Angry Birds-Stil hat, wie man hier die kleinen Viecher abschießt. So dass ich mir gedacht habe, Mensch, das müsste man doch eigentlich unbedingt mal zeigen auf YouTube. Und wie ihr hier seht, kann man wie bei Angry Birds die kleinen Viecher abschießen, was auch immer das ist. Und kommt dann in die nächsten Level, immer weiter. Die kleinen Viecher befinden sich immer auf so kleinen roten drehenden Plattformen und müssen versucht werden, in diese Exit-Höhle dort zu bringen. Zwischendurch muss man versuchen, die Sterne einzusammeln. Kommt man leider nicht bis zum nächsten roten Ding oder bis zum Exit, dann liegt man eben so tot dort am Boden und kommt nicht weiter. Man kann aber immer noch mit seinem zweiten Viech weitermachen und dann ins Ziel reinkommen. Man kann dann auch wahlweise oben zum Ganzen das Wiederholen drücken oder auch dann auf dem Bildschirm, der da entsprechend kommt, wenn man das Level beendet hat, und das Level nochmal probieren, denn man möchte ja so viele wie möglich Sterne. Ihr seht jetzt hier ganz gut, wenn zwei solcher kleinen Viecher auf einem roten Ding sind, versuchen die den maximalen Abstand zueinander bekommen, gehen also jeder auf jeweils die entgegengesetzte Seite und danach kann man sie nacheinander in die Exit-Höhle schicken. Man kann die ganzen kleinen Viecher auch auf den Boden einmal aufdroppen lassen und sozusagen einmal springen lassen, wie so einen kleinen Flummi. Das funktioniert auch ganz gut, wie ihr hier gerade sehr schön seht. Und natürlich versuchen sie hier wieder den größtmöglichen Abstand zu bekommen. Das ganze Spiel ist zurzeit kostenlos, kostet sonst 1,99 €. Und ich finde es einfach wirklich schön. Man sieht jetzt hier auch gut, dass man auch neue Sachen freischaltet und das Spiel also nie langweilig wird. In diesem Level bin ich natürlich dann gefailt, weswegen ich das rausgeschnitten habe. Es ist nicht schwer, es macht echt Spaß und man kommt trotzdem weiter, auch wenn man mal einen Stern nicht einsammelt. Sieht man dann natürlich jetzt hier, ich habe nur zwei Sterne. Aber das Spiel macht trotzdem sehr, sehr viel Spaß. Da die App ja eigentlich Geld kostet, kann man die auch in der App direkt drin verschenken, kommt dann in den App Store, wo man sich anmelden muss und entsprechende Daten eingeben muss und kann dann dort die App an Freunde verschenken, was natürlich eine sehr vermarktungsreife Funktion ist für eine Application. Insgesamt gefällt sie mir wirklich gut und ich hoffe, sie gefällt euch auch und das war's heute mit mir. Dem MyTouch-Tester.